So stark wie ein Tiger. Was für ein außergewöhnliches Bild. Gibt es noch Kuchen? Ich sagte doch, ich habe ein schlechtes Gefühl. Wieso bist du im Besitz der Mutterschatulle, junge Dame? Wer sind Sie? Das ist Großmeister Suhan, der mächtige Hüter der Miraculous-Schatulle. Aber ich bin die Hüterin der Schatulle. Er war für Sie verantwortlich, bevor es wegen Meister Fu zu diesem Vorfall kam. Wie haben Sie mich gefunden? Die Zepter der Hüter haben einen Kompass. Mit dem kann man die Schatullen jederzeit aufspüren. Das ist unfair. Wieso habe ich kein Zepter gekriegt? Weil du keine wahre Hüterin bist. Das ist alles nur ein Missverständnis und die unsachgemäße Form der Schatulle beweist es. Aber ich verstehe das nicht. Meister Fu hat sie mir anvertraut. Fu? Du meinst Wang Fu, auch bekannt als Hühnerbeinchen? Den Schüler, der unfähig war, einen Tag lang mal nichts zu essen oder 1000 Fingerliegestütz zu machen? Fu hätte kein Hüter werden dürfen. Dieser Nichtsnutz hat die Hoffnung nie erfüllt, die wir in ihn gesetzt haben. Meister Fu hat Fehler gemacht, als er jung war. Aber er hat die Schatulle jahrelang tapfer beschützt. Er hat sich sogar selbst geopfert und sein Gedächtnis gelöscht, um uns zu retten. Und jetzt ist er ein fantastischer Maler. Du meinst, dieser alte Mann ist Hühnerbeinchen? Sekunde. Ein paar Kwamis fehlen. Als ich die Schatulle bekam, hatte Meister Fu schon Noro, Dusu und ihre Miraculous, den Schmetterling und den Pfau verloren. Er hat auch ein paar Miraculous verloren? Er ist noch inkompetenter, als ich dachte. Plague! Junge Dame, wo ist Plague? Das weiß ich. Cat Noir ist sein Besitzer. Und wer ist Cat Noir? Tja, keine Ahnung. Wir sollen doch unsere Identität geheim halten. Also, das ist die moderne Welt. Beschützt von ein paar leichtsinnigen Narren. Hüter dürfen niemals Miraculous tragen. Ein paar Miraculous fehlen und Plague fliegt frei herum. Das war das Ende für Dinosaurier und Drachen. Findet das niemand beunruhigend? Jetzt reicht es. Na los, Kwamis, zurück in die Schatulle mit euch. Was machen Sie da? Ich erinnere dich mal an ein paar der wichtigen Regeln, die du gebrochen hast. Regel Nummer 14. Kwamis dürfen nicht außerhalb der Schatulle leben. Regel 52. Hüter dürfen niemals ein Miraculous verlieren. Regel 133. Ein Hüter darf unter keinerlei Umständen jemals ein Miraculous tragen. Aber Meister Fu hat selbst eins getragen. Natürlich. Das bestätigt, was ich die ganze Zeit sage. Weder du noch Fu seid der Rolle des Hüters gewachsen. Denn keiner von euch hat die wichtigen Regeln unseres Ordens respektiert. Ganz zu schweigen davon, dass kein Kind Besitzer von Kwamis sein sollte. Sie sind äußerst mächtige kosmische Wesen. Es ist wichtig, dass man sie kontrollieren kann. Und dazu bist du ganz offensichtlich nicht imstande.